gibt es im Jahr 2024 eine Rentenerhöhung von 8 bis 15%. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Ich habe eine ganz interessante E-Mail bekommen und die lautet wie folgt: Hallo Herr Knöppel, nächstes Jahr müsste es eine Rentenerhöhung von 8 bis 15% geben. Das sei nicht zu verhindern. Und zwar habe ich hier noch einen Link bekommen auf die Tarifrunde 2023 der großen Gewerkschaft Verdi. Und da habe ich mir das mal in Ruhe alles angeguckt, was da so los ist. Und ich muss wirklich mit Erstaunen feststellen, dass die DGB-Gewerkschaften, Verdi unter anderem auch, für das Jahr 2023 neue Vergütungstarifverträge für knapp 11 Millionen Beschäftigte verhandeln. Es geht hier in der Bandbreite wirklich um richtig hohe Tarifabschlüsse, die hier zum Teil schon erzielt worden sind und auch noch zum Teil vor dem Abschluss stehen. Zum Beispiel haben sich die Tarifvertragsparteien im Bauhauptgewerbe sich außerhalb der Tarifrunde auf eine tarifliche Inflationsprämie geeinigt. Und wenn man sich das hier mal so alles anguckt, wie zum Beispiel die Eisenbahnergewerkschaft EVG, die fordern 12%, mindestens 650% monatlich bei einer Laufzeit von 12 Monaten und viele andere auch, die irgendwo in der Bandbreite von 8 bis 15% liegen. Also da haben wir Ende November 2022 hat ja die Tarifkommission der Verdi-Gewerkschaft die Tarifforderung für rund 160.000 Tarifbeschäftigte der Deutschen Post von 15% in Ansatz gebracht und eine Erhöhung der Ausbildungsvergütung bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Also meine Damen und Herren, da ist viel, viel Feuerwerk drin, da ist viel, viel Wahres auch drin. Wir werden im Jahr 2023 sehr hohe Tarifabschlüsse erleben. Ob diese dann tatsächlich dazu führen, dass wir in der Breite dann auch wirklich in den Bereich von 7 bis 8% Lohnsteigerung kommen, um dann gegebenenfalls vielleicht 8 bis 10% Rentensteigerung für nächstes Jahr zu bekommen, das kann ich Ihnen beim besten Willen nicht sagen. Das kann Ihnen auch heute noch keiner vorhersagen. Prognosen dazu lassen sich frühestens Ende des dritten Quartals 2023 anstellen, wenn wir wissen, wie hoch die durchschnittliche Lohnsteigerung im Jahr 2023 bis Ende des dritten Quartals war. Da kann man dann schon mal erste Rückschlüsse darauf ziehen, wie hoch dann eventuell eine Rentensteigerung, eine Rentenanpassung im Jahr 2024 zum 1.7.2024 aussehen soll. Aber ich stehe nicht alleine mit dieser Mutmaßung, dass es möglicherweise im Jahr 2024 eine deftige Erhöhung geben wird. Auch Hubertus Heil hat kürzlich dazu was gesagt. Er hat gesagt, er geht davon aus, dass die Tarifvertragsparteien im Jahr 2023 hohe Lohnabschlüsse durchsetzen werden. Und das wird sich auch nach dem Grundsatz, die Rente folgt der Lohnsteigerung in Deutschland, dann möglicherweise auch in einer ordentlichen, vielleicht sogar richtig ganz, ganz großen Rentenanpassung im Jahr 2024 niederschlagen. Ich hoffe, wie Sie, auch das Beste, aber ich möchte nicht spekulieren, sondern ich halte mich dann tatsächlich lieber an den festen Daten fest. Und wenn die dann vorliegen, dann können wir uns gegebenenfalls gemeinsam freuen oder aber auch traurig sein und sauer sein, dass es wieder nicht geklappt hat mit einer Rentenanpassung, die mal vielleicht sogar über 10% geht. Warten wir es einfach ab. Ob das so kommen wird, steht natürlich heute im April 2023 noch in den Sternen. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.